Alexa, welche Farbe hat der Imposter? Töte den Spieler mit der Farbe. Grün. Oh mein Gott, grün ist der nächste. Okay. Oh mein Gott, Leute, wir sind einfach Imposter, ihr seht es wahrscheinlich. Und wir haben heute eine ganz besondere Aufgabe, könnte man sagen. Und zwar entscheidet einfach Alexa, wen wir hier töten sollen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Alexa, welche Farbe hat der Imposter? Töte den Spieler mit der Farbe. Ja. Grau. Grau, gibt's einen mit der Farbe Grau? Ich weiß, Laurin ist grau, obwohl, ja. Oh Gott, das hat hier keiner gesehen. Ah, Mist, jetzt konnte ich nichts machen. Die Leiche gefunden und nicht nur das. Ich habe auch Weiß in den Wänden hüpfen sehen. Also können wir einfach Weiß rauskicken. Laurin Statement. Junge, du standst gerade direkt neben mir und hast gesehen, wie Alex aus dem Mett rauskam. Nee, ich war unten. Ich war bei Shield. Ich habe das eigentlich gar nicht gesehen. Ja, komm, da muss ich mich raus, aber es. Nee, warte mal. Wo ich kann, ich kann das gerne etwas näher erläutern. Ich war ja, sag erst mal, Alex, genau. Genau, ich war O2 mit Hunter, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja. Dann bin ich rüber in Navigation gegangen, da waren auch zwei Leute. Zwischen O2 und Shields wurde halt gekillt und Kerbo ist halt praktisch vor meinen Augen umgekippt. Dann ist Laurin in den Vent und ja. Also was ich halt dann auf jeden Fall sagen kann von Laurin, dass es falsch ist, weil Alex ist auf jeden Fall nicht gewendet. Ja, also alleine dass Laurin sagt, ich sei gewendet, ne? Ich hab's nicht gesehen, muss ich ganz klar sagen, ne? Aber ich find's komisch. Ich hab's aber nicht gesehen, ist das Problem. Das ist jetzt Aussage gegen Aussage. Müssen wir voten eigentlich nicht, oder? Etwa was, wenn Pat der Imposter ist und versucht jetzt den anderen Imposter zu decken? Nein, warte mal. Ich bin unparteiisch. Ich habe ja gesagt, Lauri, dass das kritisch ist. Aber ich meine nur so, ich habe ja nichts gesehen. Das meine ich damit. Also an sich, ich kann ihn auch rausvoten. Ist mir egal. Nee, ich glaube schon, dass das safe ist. Okay. Also das ist Alex. Einer wohnt Alex. Kann man machen. Ihr könnt ja mich im Hinterkopf ballen. Alexa? Welche Farbe hat der Imposter? Töte den Spieler mit der Farbe. Schwarz. Oh, schwarz. Okay, schwarz müssen wir töten. Also, Alexa entscheidet hier alles, ne? Alexa entscheidet in diesem Video alles. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Hunter töten. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal ganz kurz rüber. Moment, hier, ja, ich muss Hunter töten, oh mein Gott. Leute, übrigens, wenn ihr die Idee gut findet, gerne an dieser Stelle ein Like da lassen. Viele von euch haben nicht abonniert und ich weine deswegen wirklich jede Nacht. Es ist unfassbar, aber tatsächlich wahr. Deswegen lasst einfach mal auf Ehre jetzt einen fetten Like da. So, und hier vorne haben wir Hunter. Alexa sagt nämlich, Hunter muss der Imposter sein. Und ich würde sagen, ich glaube das einfach mal, ne? Ich glaube das einfach mal, dass Alexa da richtig liegt. So, komm, ich wähnte einfach gleich. Komm. Hunter, Camps ist clear, okay. Ja, perfekt. So, und jetzt weg hier. Oh mein Gott, okay. Easy peasy, würde ich sagen. Easy peasy, ich kann jetzt hier erstmal rein. Genau, und ich bin jetzt an den Camps quasi, ne? So, okay, dann würde ich sagen, ich frag mal wieder Alexa. Alexa, welche Farbe hat der Imposter? Töte den Spieler mit der Farbe. Grün. Oh mein Gott, grün ist der nächste. Okay, grün, warte mal, wo ist grün? Herr Grüne, ich habe doch gerade sogar grün gesehen, oder? Habe ich nicht grün gesehen? Ich meine, ich hätte grün gesehen, oder? Ich meine, Faro war sogar grün, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir schauen einfach mal nach, ne? Ob Faro wirklich grün war oder ob ich mich jetzt hier täusche. So. Ah, Leute, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil man sich dann quasi auf diese einzelnen Spieler konzentrieren muss. Oh mein Gott. Okay, Alex könnte mich jetzt auch theoretisch safen, weil den könnte ich ja an sich killen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt müssen wir aber erstmal grün finden. Ich habe keine Ahnung, wo grün ist. Ich habe gerade grün in Electrical reinlaufen sehen. So, hier ist grün schon mal nicht. Hier ist auch kein grün. Hier ist auch kein grün. Was, wo ist denn grün? Oh nein. So, die Leiche war in Medbay und ich kann Beambo auf jeden Fall saven. Der war gerade mit mir. Ist schon in Cafeteria die Türen zugegangen. Also muss der Imposter irgendwie. Medbay hat dann Hunter bei der Spritzdüsen-Mission oder wie man es auch mal nennen soll. Spritzdüsen. Ja, ich nenne es das.
Man nennt es auch Reagenzgläser, aber okay, ist ja, ja kein Problem. Hat ihn anscheinend da getötet und muss dann sehr großwahrscheinlich irgendwo danach in Security irgendwo aufgetaucht. Aus meiner Sicht ist Folgendes passiert. War ein Electrical, als das Licht ausgegangen ist. Und als das Licht wieder anging, weil ich ja nichts gesehen habe, war dann auf einmal Pat mit mir in Electrical und die Tür war zu. Ich dachte, scheiße, der bringt mich um. Warum? Weil ich sowieso glaube, dass Pat der Imposter ist. Und Laurin hat ja versucht, sich so ein bisschen über Pat zu retten. Ich bin mit dir aber in Dings reingegangen, in Electrical zusammen, ne? Kann ich ja nicht gesehen haben, weil das Licht aus war. Ich habe mich nicht gesehen. Aber ich bin auf jeden Fall von unten gekommen und als wir eingesperrt, habe ich ja auch nichts gemacht. Weil dein Kill-Cooldown noch an war. Ach so, ich war davor schon 20 Sekunden oder so an den Camps. Ich kann bestätigen, dass jemand an den Camps war auf jeden Fall. Genau, und das war ich. Ja, wir haben einen Imposter safe raus, auf keinen Fall jetzt voten. Ihr könnt mich ja trotzdem sassen, wenn ihr der Meinung seid, aber ihr könnt mir auch hinterherlaufen, wenn ihr wollt. Genau, kein Spritzlösung. Ah ja, okay, Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall auf Faro gehen, weil, wie gesagt, Alexa hat gesagt, Faro muss gekillt werden. Wir locken jetzt mal alle zu O2 rüber. So, ich denke mal, Faro kommt jetzt auch angelaufen. Ich tue mal so, als würde ich hier von oben runterlaufen. So, zack. Hä, kommt Faro nicht? Hä, warum kommt Faro nicht? Lol, sind die lost? Okay, die Runde ist jetzt gleich vorbei, oder nicht? Warte mal, Task. 12 Sekunden noch? Also, wenn das jetzt keiner fixt, habe ich die Runde gewonnen. Oh mein Gott, gewinne ich? Ich gewinne in 5, 4, 3, 2, 1. LOL! Hä? Wie lost seid ihr denn? Ich wollte gerade hin, ja, keiner hat das andere O2 gemacht. Safe wieder jeder so, ja, das machen die anderen schon. Doch war irgendwie schon klar, dass Pat es war. Ja, Pat, du hättest mitziehen müssen. Nein, ich hätte eben nicht mitziehen müssen, weil das war schon komisch, wenn ich dich verteidige und das so offensichtlich war, dass Leon und Alex dich gesehen haben, dass du gewantet bist. Ja, aber ich wollte mal bestätigen, dass Alex nicht gewantet ist. Genau, deswegen, das wäre eigentlich dann Schwachsinn gewesen, weil dann wüssten die safe, dass ich es auch bin. Oh mein Gott! Was? Das kannst du doch keinem erzählen, als ob ich zweimal hintereinander einfach Imposter bin. Nachdem ich gestern gar kein einziges Mal Imposter wurde. Ich muss ja immer noch grün killen. Also damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Gibt es denn überhaupt noch grün? Ich weiß es gar nicht. Aber eigentlich müsste ja noch jemand mit der Farbe grün da sein. Aber gerade war das ja Faro, deswegen wundert mich das gerade so. Alex ist da im Admin-Panel, sehe ich gerade. So, hier haben wir, hier haben wir Freeded. Freeded haben wir hier noch. Und im Medbay haben wir Colonel. Okay, ich wende einfach mal, würde ich sagen. Zack. Hier sehe ich keinen. Hier sehe ich keinen. Hä, ich glaube, jemand hat die Farbe gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich frage nochmal Alexa. Welche Farbe hat der Imposter? Töte den Spieler mit der Farbe beige. Wir haben keinen mit der Farbe beige, glaube ich. Alexa? Welche Farbe hat der Imposter? Töte den Spieler mit der Farbe braun. Okay, braun. Ich glaube, es gibt auch keinen mit braun, oder? Ich könnte... Faro. Faro ist so orange. Also wenn es keinen mit grün gibt, müssen wir orange... Doch, grün gibt's auch. Kerbo hat jetzt grün. Okay, Kerbo hat jetzt grün. Das heißt, wir müssen eigentlich Kerbo killen. Aber... Ah, man. Ist hier die Kamera an? Ne, die Kamera ist aus. Also eigentlich... Ja, komm. Machen wir einfach mal. So, zack. Hier ist auch keiner. Campsen aus. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Also muss ich danach... den Orangenen töten. Genau, Alex hat gesagt, danach muss ich den Orangenen töten. Lage nach, man, ich habe keinen Plan, wie, wann, keine Ahnung. Oh, drei shit, Stück. Also Electrical war auf jeden Fall einmal zu, weil ich war da drin. Ja, also ich war gerade Electrical. Ich war jetzt Navigation am Ende. Die Leichen müssen irgendwo drumherum von Storage und Admin liegen, weil da und da die Türen zugegangen sind, habe ich gesehen. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine, in Navigation, als ich reingelaufen bin, stand auch Report, aber ich habe keine Leiche gesehen, das war ganz komisch. Ich meine, der Knopf ist aufgeblinkt, aber irgendwie dann wurde schon reported, deswegen. Ich dachte auch erstmal, vielleicht habe ich reported, aber Freedit war das. Mal, der Imposter ist nicht dumm. Er hat Alex sofort getötet, weil Alex ist eigentlich unser Big Brain hier in der Runde immer, ne? Der Jura-Student. Genau. Oh, der ist mir vorhin noch entgegengekommen, ey. Ich glaube, Navigation ist das. Dann hoch da in die Cafete und dann links zum Motorending. Nee, ein Kill reicht. Ein Kill reicht. Wir müssen ja mit ihm voten. Shit. Also, ich bin gerade Pharao. Begründung, er hat gesagt, die Imposter sind schlau. Ja, das stimmt. Was? Nein, Ich weiß nicht, ob das jetzt der ausschlaggebende Grund sein soll. Das ist halt schon krass random, ne? Was mit Safe Report? Wenn wir jetzt halt einen Crewmate rausballern, dann muss er nur noch einen killen. Ich skipp jetzt einfach, ganz ehrlich, weil ich kann doch jetzt nicht Faro einfach rauskicken mit dem Gedanken, jo, der hat da sowas gesagt. GG.
Okay, also muss ich jetzt Faro am besten einfach töten. So, wir machen einfach mal die Lichter aus, würde ich sagen. So, Lichter aus und ich muss einfach nur Faro killen. Einfach Faro killen, so schnell wie es geht. Alexa hat gesagt, ich muss Faro killen. Und deswegen machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Komm, 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 komm. Faro, 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 komm, 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 komm. Gleich kill ihn, gleich kill ihn. Ja, 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 komm, und jetzt, 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 Abfahrt. Oh mein Gott, ey, Digga, ich verstehe das nicht. Junge, du kleines Witz. Zweimal hintereinander die gleichen Imposter, wie geht das? Keine Ahnung. Ey, ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass man zweimal die gleichen Imposter hat, hintereinander noch, ne? Also für mich war es gut, weil ich habe jetzt diese Alexa-Runde gemacht und das hat echt gepasst, aber... Sehr cool, wenn ich auch länger als 5 Minuten leben könnte, sehr cool.